Leitstelle Köln, hallo? Ja, hier ist Riva, hallo. Sie müssen sofort zu dem Fahrradladen in Köln kommen. Mein Sohn, da ist irgendwas passiert. Da liegt überall Blut. Frau Riva, ganz ruhig, wo ist denn der Fahrradladen von Ihrem Sohn? Der ist auf der Vogelsangerstraße 23. Ich versuche den die ganze Zeit zu erreichen. Das Handy ist aus, die Tür ist zugeschlossen. Der ganze Laden ist voller Blut. Okay, Frau Riva, ganz ruhig. Ich schicke Ihnen direkt die Polizei und Kollegen vom Rettungsteam. Machen Sie jetzt nichts Unüberlegtes und Sie können jetzt auflegen. Okay, danke. Vogelsanger, das muss doch hier sein, oder? Ja, hier, guck mal, da steht Riebes Fahrradwerkstatt. Perfekt. Da ist doch irgendeine Frau an der Tür. Ja, warte, stell mich hier rein. Das ist doch irgendeine Frau an der Tür. Hallo. Hallo, guten Tag. Frau Riebe? Wer sind Sie? Frau Riebe? Mein Sohn ist da drin und ich krieg die Tür nicht auf. Das ist was ganz Schlimmes passiert. Gucken Sie mal. Aber Frau Riebe, wir warten besser noch. Wer weiß, was da noch ist? Wissen Sie sonst irgendwas? Ihr Sohn ist da drin. Ich hab mich mit dem verabredet, der ist am Renovieren. Und gucken Sie sich das mal an. Das ist ganz Schlimmes. Ja, aber nicht, dass da noch irgendjemand drin ist, der vielleicht eine Gefahr bedeuten würde. Hallo. Schnell, kommen Sie. Warten Sie. Kommen Sie erst mal zurück. Lassen Sie das die Kollegen mal machen, ja? Hallo. Sie sind auch so aufgeregt. In der Hektik geht das auch schlecht. Der Rettungsdienst ist hier, hallo. Gibt es noch einen zweiten Eingang? Ich kenne nur den. Ich habe was gehört. Hallo. Ja, ich höre auch irgendwas. Machen Sie doch was, bitte. Mein Sohn ist da drin. Gucken Sie mal, das ganze Hallo? Blut. Wie heißt denn Ihr Sohn? Jens. Eine besorgte Mutter hat den Notruf abgesetzt. Sie ist zum Fahrradgeschäft ihres Sohnes gegangen. Die Tür war verschlossen. Sie konnte aber von draußen eine riesen Blutlache sehen. Das war ganz klar. Derjenige ist jetzt tatsächlich sehr schwer verletzt. Möglicherweise handelt es sich hier um Verbrechen. Da läuft einem natürlich schon ein Schauer über den Rücken. Da war ganz klar, Feuerwehr und Polizei muss auch hier hinkommen. Da kommen die Kollegen schon. Ah, hallo. Hi. So, mein Name, wer kann mir was sagen? Hallo, grüß dich. Die Frau Doktor war als erstes. Ja. Wir sind gerade auch ins Geschehen eingebunden. Hallo, Mars. In der Form. Sag du doch noch mal kurz. Genau, Problem ist halt, an der Einsatzstelle, wir haben hier extrem viel Blut. Angeblich soll noch ein Inhaber in der Werkstatt sein. Wir kriegen die Tür aber nicht auf. Das heißt, wir müssen dringend einmal hier rein. Habt ihr schon geguckt, ob Fenster auf sind? Keine Möglichkeit. Das ist die einzige Möglichkeit. Ja. Okay, wir machen komm, das gleich. Zum Platz. Wir machen das dann folgendermaßen. Wenn ihr die Tür aufhabt, gehen wir rein. Wir sichern erst, bevor ihr reingeht. Ja. In der Form, wir wissen ja jetzt nicht, ist noch ein Täter drin? Was ist los? Also Einsatzstelle ist nicht sicher? Nein. Okay. Sie waren also, erstmal ich werde jetzt aber da auch ein bisschen nervös, so wie das aussieht, würde ich schon ganz schnell ganz da rein. Definitiv. Insofern, wir sichern den Raum, wir rufen euch, sobald alles sicher ist. Wir möchten ja nicht, dass wir hier nachher noch liegen. Ne? Ja. Alles klar, kommen wir mal zur Seite. Genau, kommt mal ein Stück zurück. Einmal gegenhalten. Ja, die hat ein bisschen Spiel, aber die kriegst du nie auf. Okay. Ja, ich habe das eben auch schon gemerkt. Wir gleich rein. Ja. Ne? Einmal rum. Ja, zur Polizei. Okay, wir gehen vor. Wir gehen aus der Seite. Hier ist sicher? Okay. Warte, hier eine Person. Ist doch jemand hier? Ist jemand hier? Nein. Platz Frau Riebe, Sie bleiben hier. Frau Riebe, bitte. Ja. Vorsicht, ist alles voll Blut. Eine Person da. Keine weiteren Personen mehr hier im Raum. Wir haben die Werkstatt betreten, nachdem sie geöffnet wurde, mit gezogener Waffe, ganz klar, weil wir mussten sicherstellen, ob noch ein Täter vor Ort ist oder eben nicht. Auf dem Boden war sehr viel Blut zu sehen. Der Sohn der Melderin lag auf dem Boden gefesselt, geknebelt, er schien verletzt zu sein. Auch wenn man jetzt erstmal glaubt, da ist kein Täter vor Ort, müssen wir weiter wachsam bleiben. Können Sie sich an alles erinnern, was passiert ist? Ja. Schauen Sie mich mal an. Alles gut, ja? Ja. So, Sie sind ja hier schon ordentlich verletzt. Wurde überfallen. Okay. Wir haben Ihren Sohn gefunden. Er ist verletzt, geht aber soweit gut. Jetzt lassen Sie kurz erst die Sanitäter arbeiten. Ist relativ versaut hier alles mit Blut. Wie gesagt, er lebt. Er ist auch bei Bewusstsein, alles gut. Wie gesagt, er ist nur verletzt. Einen Moment, Sie können gleich zu Ihrem Sohn. Also auch gute Verletzung, ne? Ganz ruhig. Nein, so, versuchen Sie erstmal ruhig zu atmen. Ja, großes Kind. Beine können Sie auch bewegen. Ja. Vigo-Pflaster. Sonst irgendwelche Kompresse. Schmerzen? Also an den Arm ist klar. Fleischer an die Finger. So, okay. Nicht erschrecken, wird mal kurz kalt. So, dann ist hier einmal. Gibst du mir einmal das Desinfektionsmittel gerade drüber? Dann spüre gleich hier einmal. Die muss bei 96. 96, okay. Das ist ja noch sogar. Der Patient war ja orientiert und ansprechbar, allerdings hatte er sehr tiefe Schnittverletzungen an beiden Unterarmen. Zudem war er ja gefesselt und geknebelt. Spätestens jetzt war uns klar, hier lag ein Verbrechen vor. Da wird einem selber ja auch unheimlich mulmig. Die Polizei hatte zwar den Raum jetzt gecheckt, aber war ja klar, irgendwo läuft ja jetzt noch einer rum und vielleicht sind auch noch andere Leute in Gefahr. Guck mal, hast du gesehen? Hier ist ein Schraubendreher. Müssen wir mal gleich gucken. Das war ich. Das waren Sie? Ja, ich habe versucht, die Tür aufzumachen. Aber den
Den haben Sie angefasst? Der lag hier, denn, ja, das ist von mir. Okay, dann wissen wir, dass Sie den angefasst haben, dass wir das jetzt nicht... Nee. Wir wissen ja noch gar nicht, wie die Situation hier weiter ist, ob jetzt hier... ob er sich selbst verletzt hat, wobei er war jetzt gefesselt an den Händen, an den Füßen. Im Moment sieht es gar nicht so gut aus, dass das selbst verursacht war. Ne? Warum soll er das denn noch machen? Nein, eben drum. Deswegen, ne? Schön, einmal alles in Ruhe, dass wir das der Reihe nach abarbeiten können hier. So. Ich denke, soweit ist er jetzt auch stabil. Blutdruck können wir aber einmal messen. Bisschen schwindelig. Ich bin einfach nur voll. Haben Sie hier renoviert? Ich wollte meinen Laden gerade renovieren. Ja. Renovieren wollten Sie? Am besten hier mal hinter der Frau Doktor durchgehen, dann können Sie sich dahinter setzen. Okay. Damit Sie uns nicht im Weg sind, bitte. Ja? Kommen Sie hier hin. Netter, wenn Sie sich um Ihren Sohn kümmern, aber wir müssen trotzdem unsere Arbeit machen. Ja? Alles gut, Mutter. Vielen Dank. Wirklich? Da müssen wir noch was drum machen. Kann ich denn mit dann ins Krankenhaus kommen? Ja, wie ist? Können Sie uns irgendwelche Angaben machen, was hier vorgefallen ist? Ich war hier am Renovieren und... Ja. Die Tür war halt auf, weil ich trotzdem Kunden erwartete. Ja. Dann stand halt eine maskierte Person hier im Laden. Okay. Hat mich angeschrien, sie will mein Geld haben. Ich würde gerne da unten. Die Person, können Sie die beschreiben? Ja, der hat so ein schwarzes Loch. Ja, schwarze Jogginghose und schwarze Turnschuhe an. Und eine Sturmhaube. Sturmhaube, ja. Er hat mit Kölner männlich Akzent oder gesprochen. Mit was? Er hat mit Kölner Akzent. Mit kölschen Akzent, okay. Männliche Person. Eine männliche Person. So, vom Gesicht haben Sie nichts gesehen, haben Nein, Sie gesagt, man Sturmhaube auf. Okay. Der Geschädigte hat hier angegeben, er ist überfallen worden, mit einem Messer bedroht worden, verletzt worden. Der Schlüssel der Werkstatt wurde entwendet und 800 Euro. Ich konnte ihn befragen nach der Person und dementsprechend diese Personenbeschreibung in die Nahbereichsverhandlung für die Kollegen rausgeben. So, Sie gucken Sie mal, Sie können sich einmal hier an die Seite stellen, ne, und dann warten Sie auf den Kollegen. Der muss erst mal eben reingebracht werden, ja? Kleinen Augenblick. Was haben Sie? Also der hat ja gesagt, das wäre eine Abwehrverletzung gewesen. Ja. Aber die sind so sehr glatt. Also mich hat das direkt an OP erinnert, an Skalpellschnitte. Ich weiß nicht, ob da nicht... Also eher nicht typisch. Also das nee, meinen Sie nicht, dass er überfallen wurde? Er hat ja auch an den Handflächen nichts, sondern nur hier. Ne? Also Sie sind ja eher vom Fach, aber wenn man sich abwehrt... Ne? Also ich weiß, also Sie haben da Zweifel, dass das... Komisches Bauchgefühl einfach. Und die Schnitte sind so glatt. Aber ich muss jetzt noch alles mal klar gucken, nur dass er das schon mal als anmerkt. Alles klar, gut. Die Notärztin hat mich hier in Kenntnis gesetzt über die Verletzung, das Verletzungsmuster und vor allen Dingen über Ungereimtheiten, die nicht zusammenpassten. Die Schnittverletzungen sind eher atypisch zu dem, was der Geschädigte beschrieben hat. Ja, und dementsprechend müssen wir uns das Ganze nochmal anschauen und haben hier die ganze Situation nochmal in einem anderen Licht betrachtet. Komm mal her, Klaus. Ich habe hier in dem Schränkchen, hier war diese Werkzeug, diese Kennzeichentasche. Guck mal. Ach, hey. 800 Euro, sagt er. Kommt ungefähr hin. Ja, auf die Einzelnen kommt nicht an und der Schlüssel. Gucken wir jetzt, ob der hier hingehört. Dann holen wir auf jeden Fall hier die Spusi. Ne? Guck mal, dass wir hier jetzt nicht noch weiter durchlaufen. Ich nehme das mal mit. Ja, passt. Passt? Schlüssel passt. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir konfrontieren hier den Herrn Riewe mal. Ja. Mit der, von dir? Mit der Geh mal her. Ich muss die Fahndung zurücknehmen. Ja, warte jetzt, sprechen wir ihn erstmal an. Bei der Inaugenscheinnahme der Werkstatt und einer Durchsuchung konnten wir genau die Gegenstände feststellen, die zuvor vom Geschädigten angemeldet wurden als gestohlen, nämlich den Schlüssel der Werkstatt und auch Bargeld in passender Höhe. Ja, jetzt war wirklich angesagt, mit ihm zu sprechen. Der Zweifel lag auf der Hand, dass sich hier um Vortäuschen einer Straftat handelt. Und sobald die Sanitäter mit der Erstversorgung fertig waren, wollte ich da mit ihm sprechen. Herr Riewe, Sie haben gesagt, Sie sind überfallen worden. 800 Euro und der Werkstattschlüssel. Habe ich gefunden hier in dieser Werkzeug, in dieser Kennzeichentasche in Ihrer Werkstatt. Was ist da los? Na Gott sei Dank hat er meinen Sparstrumpf nicht gefunden, ne? Nee, aber es ist genau das, was Sie angegeben haben. Herr Riewe, komm. Innen drin war abgeschlossen. Es waren keine Aufbruchsspuren, alles
alles von der Seite aus müssen Sie uns einfach erklären, wie kommt das jetzt? Das ist mein Sparstrumpf und das ist mein Ersatzschlüssel, was soll ich sagen? Auch genau die gleiche Summe, die Sie uns angegeben haben? Ja, Zufälle gibt's nicht. Die von den vom Verletzungsmuster passt auch nicht, Herr Riewe. Da wollte ich gerade auch was zu sagen, Herr Riewe. Das sind keine typischen Abwehrverletzungen, ne? Die sind auch sehr glatt. Also irgendwas stimmt hier ehrlich gesagt. Ganz ehrlich, Sie werden nachher bei der, wenn Sie hier verletzt oder versorgt sind, die Verletzung versorgt sind, wird ja die Sachbearbeitung rauskommen. Wir kriegen das sowieso raus. Wir haben DNA-Spuren. Sie machen sich hier strafbar, indem Sie eine Straftat vortäuschen. Die Sauerstoffsättigung dann noch verstehen Sie das? Vortäuschen von Straftaten. Sie versuchen hier andere Menschen vorzutäuschen, dass Sie hier überfallen wurden. Geben Sie es zu. Ist das so? Ja, ich musste das machen, weil mein Laden funktioniert. Das läuft nicht. Die Leute kaufen halt lieber neu. Das Finanzamt und ich hatte eine große Versicherung. Das ist, weil Versicherung jetzt anstand und Finanzamt das Geld nicht hat. Okay, gut. Wir sprechen dann nochmal drüber. Jetzt werden Sie erstmal weiter versorgt, aber die Klamotten müssen wir jetzt erstmal mitnehmen. Ja. Hast du mitgekriegt? Ja. Also es ist wirklich Versicherungsbetrug hier, ne? Im Gespräch im RTW mit der Polizistin hat der Patient dann zugegeben, dass es hier gar nicht so einen Überfall gegeben hat, wie er anfänglich erzählt hat. Vielmehr hat er das nur vorgetäuscht, denn er hatte große Geldsorgen, wollte die Versicherung betuppern. Also da überlege ich auch jedes Mal, in was für einer Not müssen so Menschen sein, wegen so ein bisschen Geld, sich so schlimm zu verletzen. Das hätte ja auch ganz anders ausgehen können. Wir haben ihn ja Gott sei Dank jetzt hier noch rechtzeitig gefunden. Also da komme ich manchmal wirklich nicht mehr mit. Hier, das ist genau das, was Ihr Sohn angegeben hat, ne? 800 Euro und der Schlüssel. Ja. Er hat das vorgetäuscht, ne? Ja. Er hat Geldsorgen, er hat Geldprobleme. Er sagt, das Finanzamt wollte Geld haben. Der Laden läuft nicht. Sie haben da nichts von mitgekriegt. Was? Können Sie das noch mal wiederholen? Ja, der Laden läuft nicht. Das ist nicht Ihr Ernst. Ne? Das ist jetzt alles inszeniert worden oder was von dem? Scheint so. Ich gucke noch mal gerade nach Ihren Händen. Hm? Spüren Sie das jetzt? Wenig. Möchtest du, dass die Polizei begleitet? Was machst du denn für einen Scheiß? Möchtest du, dass die Polizei begleitet? Ja. Was hast du gemacht? Was denn? Frau Riewe, das müssen wir ein bisschen hinten anstellen. Genau. Ne? Das hilft Ihnen jetzt nicht. Er muss jetzt erstmal versorgt werden. Sie kommen jetzt erstmal mit uns raus. Herr Riewe, Ihnen ist aber bewusst, wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Ne? Ja, ja. Sie werden auch ruhig und friedlich bleiben und uns begleiten. Na klar. Mal sonst beten wir die Polizei darum, dass sie uns begleiten während des Transports. Kein Problem. Ja? Ich mache kein Problem, ich brauche Hilfe. Genau. Der Patient konnte im Krankenhaus erfolgreich operiert werden. Er hat keine Folgeschäden davongetragen. Gott sei Dank, kann man sagen. Es hätte ja auch ganz anders sein können. Sinnvoller wäre vielleicht gewesen, er hätte irgendjemand ins Vertrauen gezogen, der ihm auch andere Wege aufgezeigt hätte oder mit seiner Mutter gesprochen. Die hätte ihm sicherlich das Geld geliehen oder jemand anders. Und jetzt muss er sich auch noch strafrechtlich dafür verantworten. Ciao. Gut. Okay, wir bleiben hier.